Willkommen zu The Brief from Brussels. Am Freitag ist Brexit-Tag und für so manchen britischen EU-Parlamentarier bedeutet das Weltschmerz. Wir haben einen von ihnen getroffen. Er gehört zu den Altgedienten unter den britischen EU-Parlamentariern. Der Labour-Abgeordnete Richard Corbett sitzt seit 24 Jahren in Straßburg und Brüssel. Dass der überzeugte Europäer nun seinen Platz wegen Brexit räumen muss, zeigt für ihn nur die ganze politische Tragik seines Landes. Persönlich bricht es ihm das Herz. Im Parlament sei es sehr emotional. Viele Kollegen seien zu ihm gekommen, um ihn zu umarmen oder sich mit netten Worten zu verabschieden. Es sei gleichzeitig herzzerreißend und herzerwärmend. Ein Fraktionskollege habe ihm diesen Schal gegeben, der fast ein halbes Jahrhundert britischer EU-Mitgliedschaft resümiere. Sein Land habe an diesem großartigen Projekt der europäischen Einheit in Vielfalt mitgewirkt und vielleicht komme Großbritannien eines Tages wieder zurück. Für Richard Corbett beginnt ein neues Kapitel. Vielleicht kauft er jetzt ein Pferd und reitet dem Sonnenuntergang entgegen. I'm saving up to buy a horse to ride away into the sunset. Weiter mit Nachrichten, und zwar mit einem Interview mit dem UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Filippo Grandi beim Besuch der Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Er ist schockiert über die dortigen Zustände. Das Europäische Parlament debattiert die Lage auf Lesbos an diesem Mittwoch und Grandi hofft auf Druck auf die Regierung in Athen. Der griechische Ministerpräsident hat einen guten Plan vorgelegt. Demnach sollen Kinder als erstes aufs Festland gebracht werden, anschließend einige der Menschen, die auf Lesbos gestrandet seien. Jetzt muss dieser Plan auch umgesetzt werden unter der Federführung der griechischen Regierung. Die Europäische Kommission will im Frühjahr ihren neuen Migrations- und Asylpakt vorlegen. Für Grandi ist dabei wichtig, dass die EU weiterhin ihre Tore für Menschen in Not und auf der Flucht öffnet. Europa muss das Prinzip des Flüchtlingsschutzes aufrechterhalten und darf diese Pflicht nicht an andere Länder delegieren. Zusammen mit den Vereinten Nationen sollte die EU zudem anderen Ländern bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen.